Wir befinden uns hier auf dem Westfalia-Stand in einem Columbus 45D mit Aufstelldach. Also das Fahrzeug ist sehr kompakt mit einer Gesamtlänge von 5,40 Meter. Also ich habe hier fast Pkw-Abmaße, wo ich denn das Fahrzeug auch das ganze Jahr einsetzen kann als Zweitfahrzeug oder sogar als Erstfahrzeug. Ich habe 4 vollwertige Sitzplätze. Ich habe hinten mein Heckquerbett und habe halt oben auch nochmal die Möglichkeit zu schlafen für 2 Personen. Also insgesamt können wir hier mit 4 Personen bequem schlafen. Das ist Besondere an diesem Fahrzeug ist, dass wir dies Jahr alle unsere Neuheiten im Bereich Columbus in dieses Fahrzeug verpackt haben. Das ist ein elektrisches Aufstelldach. Die normalen Aufstelldächer im Kastenwagenbereich müssen von Hand geöffnet und geschlossen werden. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, dies auch elektrisch zu tun. Viele unserer Kunden wollen immer mehr autark stehen und wir haben mit dem Fraunhofer Institut zusammen ein spezielles Solarpanel entwickelt, das sehr leistungsstark ist und dann auch, wenn mal eine Zelle beschädigt sein sollte, nicht das ganze Panel defekt ist, sondern auch noch weiterarbeiten kann. Dieses Fahrzeug geht von 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht bis halt auch 4 Tonnen. Der Führerschein, da gibt es halt die Variante, ja, die Älteren dürfen das Fahrzeug dann auch mit 4 Tonnen fahren, die Jüngeren leider nur bis 3,5 Tonnen. Der Preis ist halt eben entsprechend, wie der Kunde sich sein Fahrzeug konfiguriert. Das geht von bis. Unsere Zielgruppe ist eigentlich von der Familie mit 2 Kindern bis hin zu Leuten, die auch schon Enkelkinder haben, die auch nur mal mit den Enkelkindern wegfahren wollen. Also da ist unsere Zielgruppe weit gefächert.